Ich fand die Idee genial, dass man den Wagen direkt auf dem Hof belassen kann und lässt ihn dort halt einfach laden, bis die nächste Tour beginnt. Mein erstes Auto war ein BMW 318i, das zweite dann direkt der 7er meines Vaters. Die Frage hat sich nie gestellt, ob ich ein anderes Fahrzeug war. Das Herz war zu sehr bei BMW auf jeden Fall. Ich bin 12 Jahre BMW Z4 gefahren. Unter 6 Zylinder ging da gar nichts. So ein Auto musste einfach Sound haben, da musste hinten musste es knallen. So, dann starte mal. Nicht schlecht, oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich heutzutage nicht einen Verbrenner mehr vor der Tür stehen habe. 2013 bin ich nach Frankfurt zur Messe gefahren, nur wegen dem BMW i3, um den mal kennenzulernen. Und ja, waren hin und weg. Also je mehr ich mich mit der Elektromobilität beschäftigt habe, wurde diese Liebe immer mehr gefestigt. Dieses ganze, wo bekomme ich meine Energie jetzt her, ist eigentlich gar nicht mehr in meinem Kopf. Wir haben die 11 kW Wallbox von BMW verbaut und 90% lade ich im Alltag zu Hause. Ich gucke meist gar nicht mehr drauf, wie weit ich noch komme. Und ich bin kein Typ, der mit seinem Elektroauto so effizient fährt. Schon gar nicht mit einem BMW iX M60. Die Kraft, die man im M60 hat, die ist einfach unglaublich. Ich habe relativ schnell verstanden, dass man auch mit einem Elektrofahrzeug extrem viel Spaß haben kann. Ich, Petrolhead, die haben mich alle nicht verstanden. Nein, ich fahre niemals ein Elektroauto. Ich gedacht habe, fahr doch bitte einfach mal selber und sieh, dass es nur Vorteile gibt. Und der M60 ist einfach schon was ganz Besonderes, das muss man echt sagen, ja.